Mokri ist lustig. Was will er uns wohl sagen? Ich repariere besser schnell das Geländer. Du bist es. Es ist also wahr. Ja. Clive! Du lebst. Und du auch. Ich kann es kaum glauben. Fühlst du dich besser? Ja. Tarja hat mir alles erzählt. Ohne dich wäre ich tot. Ich hab dich erst nicht erkannt. Fast hätte ich. Wie kam es, dass du für sie gekämpft hast, Jer? Für die Eisernen. An jenem Tag, kurz nachdem das Phönixtor gefallen war, fielen sie ein. Rosaria war ohne Führung. In dem Chaos haben die Eisernen unsere Schwäche gnadenlos ausgenutzt. Die Männer getötet und die Frauen gefangen. Sie brachten euch nach Eisenholm. Ich hatte gehofft, dass sie uns rasch erlösen. Doch ein Ende blieb mir verwehrt. Meine Kräfte erwachten und alles kam anders. Es ging alles so schnell. Uns hat man von einem gefangenen Dominus erzählt, den die Eisernen im Krieg einsetzen wollten. Ich stand vor der Wahl. Entweder ziehe ich für sie in die Schlacht oder schicke die Gefangenen in den Tod. Und uns nennen sie Monster. Was? Erzähl es mir, Clive. Was ist mit Joshua passiert? Ich war es. Ich habe ihn getötet. Nein, das kann nicht sein. Dazu wärst du niemals fähig. Es ist wahr. Sie ist wieder in mir erwacht. Kürzlich erst. Die zweite Esper des Feuers. Sie ist es gewesen. Clive. Wenn ich an die Nacht zurückdenke. Da war ein Mann. Er sprach zu mir. Was hat er gesagt? 20. Wir haben dich gefunden. Was meinte er damit? Clive, lass uns zurückgehen zum Phönixtor. Ich will die Wahrheit herausfinden. Du doch auch. Willst du keine Gewissheit? Und wenn es tatsächlich wahr ist und du es wirklich getan hast, erfährst du es nicht allein. Jill, ich... In Ordnung. Aber erst musst du dich umziehen. Darf ich bitten, Eure Lordschaft? Wir wollen eure Sinne nicht überreizen.
Sofort. Wir sehen uns nachher, Clive. Ich muss mich vorbereiten. Wir haben eine lange Reise vor uns. Es sind ein halbes Dutzend, vielleicht auch mehr. Was willst du hier? Mich verabschieden. Wir gehen. Gute Entscheidung. Besser als da draußen begraben zu liegen. Du hast dieser Frau viel zu verdanken, Junge. Ich weiß. Glaub mir. Gut. Kommen wir zum Geschäft. Hab neue Ware, die du dir mal ansehen solltest. Na nun, geh schon. Und viel Glück. Ich sollte mich noch bei Gav bedanken. Du willst uns also echt verlassen? Wir haben noch etwas in Rosaria zu erledigen. Da kommen wohl Erinnerungen hoch, hm? Rosaria ist nicht mehr, was es war, Clive, seit die Kaiserlichen die Macht übernommen haben. Bei Schwierigkeiten besucht ihr am besten Marthas Rast und fragt nach der Wirtin. Eine alte Verbündete. Sagt, ihr kommt von Cid und sie wird euch helfen. Verstanden. Danke, Gav. Was täte ich ohne dich? Ach, ist doch nicht der Rede wert. Sowas versteht sich von selbst. Pass auf dich auf, hörst du? Oh, ich kann sowas nicht. Wo ist Cid, wenn man ihn braucht? Grüß ihn von mir, wenn er zurück ist. Werd ich. Danke fürs Warten. Bereit, Milady? Bereit. Rosaria. Ganze 13 Jahre. Aber die Luft und der Duft der Wiesen haben sich nicht verändert. Du warst auch nie wieder hier? Ich konnte nicht. In der kaiserlichen Armee mussten wir Träger füreinander bürgen. Ich hätte nicht nur mein Leben riskiert. Raus durfte ich nur auf Befehl. Verstehe. Aber ich hatte auch Angst. Angst, zurückzukommen. Ich weiß. Aber nicht mehr. Dank dir. Lass uns weiter. Das auf dem Hügel muss Marthas Rast sein. Die Wirtin ist wohl eingeweiht. Auf alle Gäste wird das nicht zutreffen. Mein Brandmal könnte einigen ein Dorn im Auge sein. Falls jemand fragt.
Ich bin ein Trägersoldat und beschütze meine edle Herrin auf ihrer Reise. Der Aquädukt ist nie fertig geworden. Nach der Tragödie am Phönixtor hatte man wohl andere Sorgen. Hey, komm und hilf mir mal! Vorsicht! Wären wir. Marthas Rast. Das ist doch eine unserer Tränen. Gutes Mädchen. Dieser Tage muss man damit. Ob diese Martha uns wirklich helfen wird? Das werden wir gleich wissen. Lass einfach alles stehen, was nach Eastpool soll. Weißt du noch, der Aquädukt? Das war gute, ehrliche... Entschuldigung. Bist du die Wirtin dieser Schenke? Erst antwortest du mir. Warum hast du einen kaiserlichen Träger im Schlepptau? Zu meinem Schutz, den ich hoffentlich nicht brauche, gibt es eine sichere Route in den Westen? Dein Begleiter hat mehr zu befürchten als du. Auch in Rosaria haben es Träger nicht mehr leicht. Selbst für einen starken Mann wie ihn ist größte Vorsicht geboten. Und wenn er verschleppt wird, sieht es für dich nicht besser aus. Dann brauchen wir erst recht eine sichere Route. Gav sagte, du könntest uns helfen. Folgt mir. Verzeiht den Empfang. Unser Eins kann Fremden gegenüber nicht misstrauisch genug sein. Ich bin Martha, eine alte Freundin von Sid. Er hat mir von einem ganz besonderen Träger erzählt. Das bist dann wohl du. Sagt, wo wollt ihr denn hin? Zum Phönixtor. Wir hoffen, dort Antworten zu finden. Wenn das so ist... Auf der Straße nach Eastpool würdet ihr am wenigsten Soldaten begegnen. Jedenfalls, wenn die Brücke passierbar wäre. Es ist wirklich ärgerlich. Wir warten dringend auf neue Waren. Ich habe unseren Schreiner schon gebeten, sie zu reparieren. Aber er wollte was anderes erledigen und kommt einfach nicht zurück. Denkst du, ihm ist etwas zugestoßen?
Ich rede mir ein, dass er nur trödelt. Alles andere will ich mir gar nicht ausmalen. Wir finden ihn. Und bringen ihn sicher zurück. Wir brauchen die Brücke ja auch. Ohne euren Schreiner kommen wir nicht weiter. Ich ahne schon, warum Sid so viel von dir hält. Vielen Dank, ich zähle auf euch. Weißt du, wo der Schreiner sein könnte? Ja, er ist runter ins Sumpfland eine andere Brücke warten. Die am gefallenen Tor. Die Sümpfe waren schon immer gefährlich. Jetzt erst recht. Nehmt die Leiter neben dem Tor. Die führt direkt runter. Schneller geht's kaum. Sein Name ist Bernard. Richtet ihm einfach aus, dass Martha euch schickt. Und wir ihn an der Brücke nach Eastpool brauchen. Runter ins Sumpfland. Suchen wir die Leiter. Lass einfach alles stehen. Neben dem Tor. Dann muss das die Leiter sein. Mir ist egal, was deine Herrin dir befiehlt, dein Schwert. Ah! Bleib mir vom Leib! Hörst du das? Da, unter der Brücke. Schnell. Danke, Milady. Ihr habt mich gerettet. Aber nicht doch. Du bist doch Bernard, der Schreiner, oder? Das bin ich. Ist mein Name denn etwa schon in aller Munde? Martha hat uns geschickt. Sie hat sich Sorgen um dich gemacht. Oh, was für ein Glück. Ich war gerade mit den Pfeilern durch, dreh mich um und diese blubbernden Scherenmonster wollen mich fressen. Wenn ihr nicht aufgetaucht werdet, dann... Jetzt bist du in Sicherheit. Ja, ich sollte zurück und mich bei Martha bedanken. Augenblick. Ich soll dir auch ausrichten, dass du die Brücke nach Eastpool so bald wie möglich... Ach ja, das... Die Pfeiler sind noch intakt. Ich muss eigentlich nur die Streben und Planken ersetzen. Das dauert nicht lang. Danke, Bernard. Wir hatten nämlich vor, nach Eastpool weiterzureisen. Deine Mühen wissen wir zu schätzen. Besonders nach dem Schrecken, den du vorhin bekommen hast. Ich verdanke euch mein Leben. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Lebt wohl, Milady. Du auch, mein Junge. Bist einer von Sid, oder? Ich kenne ihn schon ewig. Nicht so lang wie Martha. Verstehe. Ich spuck dann mal in die Hände. Sag Martha, dass ich noch lebe. Und die Brücke bald repariert ist. Werden wir. Ich verspreche euch, die Brücke wird repariert. Die Steuern sollen schon wieder erhöht. Na, schmeckt's? Ich hab noch viel mehr. Ihr seid zurück. Und Bernard? Habt ihr ihn gefunden? Haben wir. Er lebt. Und er arbeitet auch schon an der Brücke nach Eastpool. Ach, da bin ich aber wirklich erleichtert. Er war tatsächlich in Gefahr. Gut, dass du uns zu ihm geschickt hattest. Die Fäule ist schuld. Sie treibt all die ausgehungerten Kreaturen aus dem Norden zu uns. Alleine kann Bernard nicht mehr da raus. Ich muss ihm Geleitschutz besorgen. Jedenfalls vielen Dank.
Mit Gil kann ich mich nicht revanchieren. Aber ruht euch doch hier aus, bis die Brücke fertig ist. Das tun wir gern. Möchtet ihr was trinken, während ihr wartet? Ein Krug Kaisergold vielleicht? Dünne Plörre, aber löscht den Durst. Nein, danke sehr. Ich will lieber reden. Darüber, warum hier so wenig Träger sind. Ja, früher gab es hier mehr, viel mehr. Waren das die Kaiserlichen? Haben sie sie weggebracht? Das haben sie. Entweder zur Armee oder nach Oriflam. An Drachenkopf wird nicht mehr genug Kristall abgebaut, um den Bedarf zu decken. Und das müssen die Träger ausgleichen. Die Zeiten, in denen wir selbst hier draußen immer genug Splitter zum Leben hatten, sind vorbei. Noch dazu ist ihnen jeder Vorwand recht, um unsere Träger zu beschlagnahmen und irgendwo hinwegzubringen. Ich habe schon lange befürchtet, dass Sanbrek Träger wie Dreck behandelt, aber jetzt weiß ich es mit Gewissheit. Tja. Ah, Thea! Herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs! Hast du den Kleinen nicht mitgebracht? Er war ein Träger. 9 Monate wuchs der Junge in mir heran. Stellt euch das mal vor! Ach, du armes Ding! Hast du ihn den Vorstehern übergeben? Sie haben ihn gleich da behalten, weißt du? Aber das war mir nur recht. Als ich die Wahrheit erfahren habe, da wollte ich ihn keinen Moment länger bei mir haben. Jetzt kannst du ja aufatmen. Zum Glück ist nichts passiert. Mama? Das war doch mein Bruder, oder? Nein. Aber du bekommst bald einen, das verspreche ich dir, mein Schatz. Na gut. Unfassbar, oder nicht? Schon zu Lord Elwins Zeiten hat man auf Träger herabgeblickt. Doch sie waren noch Menschen wie wir. Jetzt tun selbst die Bettler so, als wären sie kaum mehr als Tiere. Wenn ihr nichts trinkt, könntet ihr das hier zum Kloster bringen? Ein dunkles Grauen plagt diese Welt. Ihr solltet es selbst sehen. Welches Kloster meinst du denn? St. Glädemont. Es liegt am Rande der Trauerbucht. Der Abt dort ist ein Freund. Sagt, ihr kommt von mir, dann zeigt er euch, was ihr sehen müsst. In Ordnung. Weißt du noch, der Aquädukt? Das war gute, ehrliche Arbeit. Immer schön auf den Fisch richten, ja? Keine Scheu, tretet ruhig Hatten, näher! Schulter, Rippchen, alles frisch. Ich wusste, dass man Kinder testet. Dass Träger ein anderes Schicksal erwartet. Aber du wusstest nicht, was das wirklich heißt. Ich auch nicht. Sein eigenes Kind. So zu verabscheuen für etwas, wofür es nichts kann. Behütet im Schloss war uns das alles nicht bewusst. Oder? Nein. Yeah.
ist das Kloster. Ich frage mich, was uns dort erwartet. Finden wir es heraus. Seid gegrüßt! Das Kloster ist leider nicht für persönliches Gebet geöffnet. Geht mit Gwigor. Wir kommen mit einer Spende. Von Martha. Oh, verstehe. Dann folgt mir. Bitte. Ich will nicht sterben. Oh, bitte, Vater. Die Schmerzen, ich bitte euch. Das Licht, es flackert. Lasst mich nicht allein. Hab keine Angst. Ich bin hier. Wer sind diese Menschen? Marthas Träger. Sie vertraute sie meiner Obhut an, damit ich ihre Leiden lindern möge. Soweit mir dies möglich ist. Sie alle haben nicht mehr lang. Es ist der Fluch. Grausam. Irgendwann ereilt er alle Träger, deren Gabe man ausbeutet. Mit jedem Quäntchen Äther erstarren ihre Körper, bis nur noch Stein und Schmerz bleiben und man sich ihrer entledigt. Weder Martha noch ich vermögen es leider, ihr Schicksal abzuwenden. Wir können ihnen lediglich dabei helfen, die Qualen des Todes irgendwie zu ertragen. Schreite nun mit Zuversicht in eine bessere Welt, wo du das Glück finden wirst, das dir hier verwehrt blieb. Danke, Vater. Ich danke euch für Marthas Spende. Darin ist mehr von ihrer Medizin. Sie schenkt den Trägern ein wenig Frieden vor dem Tod. Wenn ihr Martha das nächste Mal seht, dann sagt ihr bitte, dass noch zwei vergangen sind. Gehen wir zurück zu Marthas Rast. Ja,
Gehen wir. Nacken, Schulter, Rippchen. Arin, wo hast du die her? Sind die etwa aus M? Zurück. Danke für den Botengang. Wir kommen mit einer Nachricht für dich. Zwei weitere sind vergangen. Verstehe. Kommt mit nach oben. Nun, wisst ihr Bescheid. Im Krieg habe ich viele Träger sterben sehen. Doch niemals so. Und alles nur, weil sie anders geboren wurden. Ihre besondere Gabe kann man ihnen nicht entreißen. Also begnügt man sich stattdessen mit ihrer Menschlichkeit. Es ist ja nicht so, als hätte niemand Mitleid mit ihnen. Doch solange wir nur im Verborgenen Tränen für jene vergießen, deren geschundene und blutende Schuld an uns tragen, ändern wir nichts. Also unterstützt du Sid und seine Leute? Tja, ich helfe, wo ich kann. Mit den Gil, die der Laden hier abwirft, kaufe ich Träger frei. Deshalb hat der Abt von deinen Trägern gesprochen. Ja, sie sind mein Eigentum, dem Gesetz nach. Ich nehme mich derer an, für die es keine Hoffnung mehr gibt. Und alle anderen sind leider ohnehin unbezahlbar für mich. Doch genug der traurigen Worte. Bernard ist fertig mit der Brücke und der Weg nach Eastpool ist frei. Schließlich seid ihr auf der Suche nach Antworten. Ich hoffe, ihr findet sie. Danke, Martha. Oh, das hätte ich fast vergessen. Sid und ich haben noch mehr Freunde in Rosaria. Hiermit geben sie sich euch zu erkennen. Und meine Tür steht euch jederzeit offen. Du hattest recht, Sid. Sie sind es wirklich. Lord Rossfield und Lady Warwick sind zurückgekehrt. Lang mögen sie bleiben.